Bin ich die Einzige, die das ungerecht findet, dass Shiri mich in keiner einzigen Story markiert hat? Ich mache mir die Mühe, ich mache dir so viele Stories und markiere dich überall. Und du gibst mir nicht mal Credits. Hack. Wisst ihr, was auch witzig ist? Jeder Lelek äußert sich gerade dazu. Aber alle schießen auf eine Person, die in NDAs drin ist. Keiner schießt gegen mich. Ja, nee, ich mache mich doch nicht umsonst zur Zielscheibe. Ich will doch, dass du mit mir redest. Ich bin in keiner NDA. Ich kann mit dir reden. Ich kann auch Sachen auspacken. Ich habe auch Informationen. Alles gut? Andere Leute, die gerade nicht reden dürfen. Macht euch gerne witzig mit Farid Bang und du und alle deine Leute, die du da hast. Ich finde es witzig, dass Taban wieder Leute vorschickt, statt selber zu sprechen. Wo ist denn Taban? Ich habe doch auch ihn adressiert. Schade. Finde ich richtig schade, weil ihr redet von NDAs und du sagst vor allem, NDAs sind wichtig für deine Privatsphäre. Und warum schützt du nicht die Privatsphäre von anderen Menschen? Ja, nee, Babsi hat nicht vergessen, wo sie herkommt. Warum denn auch? Weißt du was, Shirin? Wenn du wissen würdest, wo du herkommst, dann hättest du Respekt vor Menschen, die dir diesen Weg in deine Karriere, die du gerade lebst, geebnet haben. Du hättest Respekt vor den Menschen, die dir ein Nummer-1-Album geschrieben haben. Verstehst du, was ich meine? Diese Leute brechen Rekorde für dich und du erwartest, dass sie ihr Schweigen nicht brechen. Paradox. Paradox. Man darf auch nicht vergessen, alles Lob, was du für dieses Album bekommen hast, war entweder für die Videos oder für die Texte. Du und dein Manager Taban, ihr wisst beide ganz genau, von welchen Credits ich spezifisch gesprochen habe. Natürlich muss das die Öffentlichkeit nicht wissen, aber ihr beide wisst ganz genau, welche Credits ich meinte, für welchen Song und für welche Zeilen. Ihr wisst das. Tut nicht so, als ob ihr es nicht wissen würdet. Das Witzige ist, dass ihr die halb Deutscher vorschickt und du alles Leute repostest, die dir zustimmen. Dicker, dir kriegt jeder in den Arsch. Da ist ja auch genug Platz. Kein Wunder, dass überall Klopapier ausverkauft ist. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, diese Masche zieht nicht, dass die Leute in den Arsch kriechen. Lass Leute sprechen, die involviert sind. Lass nicht. Ja, in die 11 Minuten hast du uns erzählt, wie toll du bist und wie großzügig du bist und wie emotional das Ganze auch für dich ist und wie persönlich das alles für dich ist. Aber in diesen 11 Minuten war kein einziger Beweis für die Credits, von denen ich gesprochen habe. Du weißt, welche Credits es sind. Falls du vergessen hast, welche Credits es sind, von denen ich spreche, frag doch einfach Taban. Taban weiß safe, welche das sind. Denn Taban hat ja bis nach NRW telefoniert, damit ihr diese Credits nicht geben müsst. Hat aber alles nichts gebracht. Das heißt, nächstes Mal, wenn du irgendwas klarstellen willst, bitte quatsch mich nicht 11 Minuten lang voll. Mach eine kurze Stellungnahme zu dem, was passiert ist, kurz und knapp, so wie ich, und dann sag einfach, was die Wahrheit ist. Dann musst du auch nicht so lange drum herum reden.